Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute haben wir die letzte Zockbox-Unboxing-Folge. Schau mal, was dieses Mal da drin ist. So bisher die letzten Male war ich eigentlich mal sehr zufrieden und vor allen Dingen über die Zustände der Spiele, die da drin sind, sehr zufrieden. Ja, ist es drin, sollte zumindest sein, Game Gear, Super Nintendo und Game Boy. Und natürlich, wie immer, von vorne weg, ich habe diese Box von den Jungs von der Zockbox kostenlos zugeschickt bekommen. Das heißt, ihr könnt euch natürlich denken dazu, was ihr mögt, aber ich habe jetzt keine weiteren Auflagen irgendwie bekommen, dass ihr das jetzt irgendwie krampfhaft positiv darstellen muss. Meine Meinung dazu ist meine ehrliche. Und ich würde sagen, bevor wir hier jetzt groß in die Laberei kommen, ihr wollt sicherlich wissen, was da drin ist, gucken wir mal. Ich habe das natürlich schon mal aufgeschnitten. Ich weiß aber nicht, was drin ist. Wie immer ist das sehr gut in Packpapier eingeschlagen. Finde ich immer sehr gut. Und ich greife mir jetzt mal hier das erste Spiel. Das fühlt sich wie ein Game Gear Spiel an, auf jeden Fall. Und es ist Super Monaco GP. Das habe ich sogar schon in meiner Game Gear Sammlung, die ja relativ überschaubar ist. Aber natürlich so die Pflichttitel habe ich da auch drin. Und ich muss sagen, das ist ein richtig gutes Spiel. Also das macht wirklich sehr viel Spaß. Ist ein sehr, sehr gutes Rennspiel. Ich weiß, bei dem Namen, große Überraschung. Ist aber technisch wunderbar umgesetzt worden und spielt sich richtig, richtig geil und fluffig. Schön, dass es dabei ist. Dann habe ich jetzt noch so ein Objekt zum Tauschen oder ähnliches. Also wirklich, wenn ihr den Game Gear habt, solltet ihr euch dieses Spiel mal sehr genau anschauen. Ist auch nicht unbedingt eines der teuren Module, aber wie gesagt, wie ich auch schon in den letzten Folgen immer wieder gesagt habe, ich erwarte auch nicht, dass in so einer Box irgendwie groß die hochpreisigen Module drin sind, da es hier eher um diesen Überraschungseffekt gilt und man da natürlich ein gewisses Premium für bezahlt. Ne? Und dann kommen wir hier, oh, hier ist wieder ein kleines Goodie dabei, sehe ich gerade. Das war ja schon beim letzten Mal drin. Ach, okay. Auch die Anleitung für Super Monaco Grand Prix. Also das ist jetzt natürlich so zumindest meine Vermutung auch in sehr guten Zustand. Das ist natürlich jetzt nur meine Vermutung. Ja, ich hatte schon in der letzten Box, hatte ich so ein kleines Goodie mit drin. Gefühlt versuchen sie das natürlich immer so ein bisschen auszugleichen. Eher ein günstigeres Modul, wie dieses Super Monaco Grand Prix, so etwas abzugraden. Und wenn da natürlich jetzt die Anleitung dabei ist, ist das natürlich gleich etwas wertvoller. Und dadurch passt das natürlich. Also bin ich natürlich sehr positiv überrascht. Die Anleitung hatte ich jetzt noch nicht. Deswegen landet die natürlich gut in meiner Sammlung. Und das hier ist das Super Nintendo Spiel. Und auch hier wunderbar Tiny Toons Buster Busts Loose. Ein richtig, richtig cooles Spiel. Auch wieder in einem sehr guten Zustand. Ich blende es ja für euch natürlich nochmal genauer ein. Ja, ist ein richtig, richtig guter Plattformer. Also die Tiny Toon Spiele, auch auf dem Game Boy, haben ja wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität. Die wurden ja alle von, ich glaube, Konami. Ich musste gerade gucken, ich verwechsel nämlich aus irgendeinem Grund immer Capcom und Konami. Ich weiß nicht wieso, aber hey, ne? Jeder hat seine Fehler. Und auch die Gameboy-Spiele wurden von Konami entwickelt und ja, damals konnte Konami noch richtig was und hat richtig gute Qualität abgeliefert. Bei dem Spiel ist die Grafik einfach nur wunderbar liebevoll. Das Gameplay ist wunderbar, ist ein super Plattformer, macht jetzt in der Hinsicht jetzt nichts großartig Besonderes, außer dass ihr mit Buster Bunny so einen Anlauf machen könnt und so teilweise Wände hochlaufen könnt und so weiter. Das ist ganz nett gelöst. Auch ein sehr, sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Und dann sind wir hier auch schon bei dem Gameboy-Spiel. Und das ist... ich bin gerade etwas sprachlos, weil das habe ich jetzt nicht erwartet. Es ist nämlich ein Spiel, was ich neulich in meiner Sammlung habe. Also ich habe ja über, keine Ahnung, 230 Gameboy-Spiele, so Pi mal Daumen. Deswegen habe ich jetzt bei dieser Box ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass ich jetzt über ein Spiel stolper, was ich noch nicht habe. Und es ist Spider-Man vs. X-Men. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon mal eine Quetzig-Folge gemacht habe, weil es ist LJN und das Spiel ist, soweit ich weiß, ziemlich kacke. Aber
Es ist noch nicht in meiner Sammlung. Das ist natürlich nicht verkehrt. Das ist auch die europäische Version, sehe ich gerade. Wunderbar. Ja, hier ist das Cover so ein bisschen oben vergilbt. Aber das stört mich jetzt nicht weiter. Ich erwähne es ja auch immer mal wieder. Ich bin da ja nicht ganz so empfindlich, was so Zustände angeht und so weiter. Hauptsache, das Spiel läuft und sieht gut aus. Und da bin ich jetzt echt mal froh, dass ich ein gutes Spiel, jedenfalls ein Spiel habe, was ich noch nicht in meiner Sammlung gehabt habe. Gut. Ist es, soweit ich weiß, wie ich das nicht im Kopf habe, natürlich nicht. Ich habe da irgendwie so eine Szene im Kopf, wo man gleich am ersten Level mit Spider-Man startet und dann irgendwo hinkommt. Aber das kann auch sein, dass ich gerade die Spiele irgendwie verwechsel. Aber, ja gut, also auch mit dieser Box bin ich sehr zufrieden. Natürlich, das Gameboy-Spiel, was ich noch nicht hatte, ist natürlich ein großes Plus. Ich möchte mich bei den Jungs von der Zockbox herzlich für dieses Experiment bedanken. Die haben ja die letzten 6 Monate ja diese Box kostenlos zugeschickt, damit ihr auch mal so ein bisschen den Verlauf seht, was ist so über die Monate drin. Und ich hoffe, ihr habt auch ein gutes Abbild dazu bekommen. Ich finde diese Box, ich persönlich finde sie immer noch ganz gut. Ist natürlich nicht für jeden was. Wenn ihr natürlich eher so Schnäppchenjägermäßig unterwegs seid, dann ist es natürlich besser immer, wenn man sich die Spiele direkt kauft. Aber wenn ihr euch so monatlich ganz gerne überraschen möchtet, dann passt diese Box auf jeden Fall meiner Ansicht nach. Aber da soll sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Das war auch schon das Unboxing. Es freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.